Sondeltagebucheintrag Nummer 50 vom 8.11.2020 und ich war etwa 2,5 Stunden auf der Fläche BE1 unterwegs und das habe ich mitgebracht. Fangen wir an mit den Oberflächenfunden. Als da wären Nylonseil, einmal, zweimal, dreimal, ein paar Plastikteile, hier und hier, eine Glasscherbe und der Rest von einem Arbeitshandschuh. Ich denke mal, das war mal der Daumen. Kommen wir zu den Sachen, die ich ausgegraben habe. Also Alublech, Alufolie, das ist ja alles zerknüllte Alufolie, ja, von was war Geier, was Kaugummipapier oder sowas. Und Schlacke. Das hier ist also Schlacke. Hier ist noch ein geschmolzenes Alu-Teil. Und das Ding hier hat mich echt verrückt gemacht. Sehr gutes Signal, aber winzig klein. Danach habe ich sehr lange und sehr tief gesucht und dann war es auch nur Schrott. Gut, das nächste, ein abgebrochener Flaschenhals, habe ich nur gefunden wegen dem Metallring noch drumherum. Das hier ist ein total zerpresster Schraubverschluss von einer Getränkeflasche. Das hier wird wohl mal eine Tube Kleber gewesen sein, ich vermute mal so Sekundenkleber. Ein Stück Draht, das hier ist ein Stück von einer Verblendung. Hier kann man noch sehen, dass das mal irgendwo angeschraubt war oder so. Aber auch nichts Spektakuläres. Der Rest von einem alten Nagel vermute ich. Aber nicht unbedingt Eisen, also es war auch ein gutes Signal. Und das ist der Rest von einer Kette, von so einer, so eine weiß-rote Sicherheitswarnkette, wenn ihr wisst, wenn ihr so ein Teil kennt. Ich habe sowas auch bei mir hier liegen. Ja, gut, und dann einmal diese Klappe hier, oder was auch immer das sein soll. Also hier ist so eine Art von Scharnier. Ja, und das ist halt so eine, ich habe keine Ahnung, ich vermute mal irgendein Ackergerät, irgendeine Klappe, irgendwas. Ich weiß es aber nicht. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben. So, dann einmal diesen Ring hier und einmal so ein Nupsi. Das ist, weiß ich nicht, von der Jeans oder so. Hier dieser Verschlussknopf. Vielleicht gehörte das auch mal beides zusammen. Weiß ich nicht. Könnte sein. Das ist eine Lüsterklemme. Jedenfalls der Rest davon. Plastik. Innen drin die Schraube noch aus Metall. Dann einmal eine Patrone. Patrone darf ja auch nie fehlen. Hier so eine Lütte. 6 mm, glaube ich, war es mal. Patrone. Und einmal hier noch so eine, ich denke mal, das ist eine neuzeitliche Saatgutblombe. Bin mir aber nicht sicher, aber ich denke mal, es wird eine neuzeitliche Saatgutblombe sein. Steht auf jeden Fall so nichts drauf. Gut, und dann kommen wir zu den Hauptfunden des heutigen Tages. Ich schiebe das mal hier kurz bei die Seite. Oh, die mal ran. Als da wären diese Münze. Das ist ein 10-Pfennig-Stück. Aber viel mehr kann man da auch nicht mehr drauf erkennen, als gerade eben noch mit Ach und Krach und ganz genau im Hingucken 10 Pfennig. Ich weiß nicht, von wann sie ist, aber aufgrund des Materials würde ich sagen, das ist Drittes Reich, wo man kann halt überhaupt nichts mehr erkennen. So, der nächste Fund wäre dann dieses Teil hier. Ich habe absolut keine Ahnung, was das ist, aber es sieht handgemacht und alt aus. Also ich, wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen so um und bei 100 Jahre. Aber was das mal gewesen sein könnte, keine Ahnung. Vielleicht weiß das ja auch einer von euch. Gern in die Kommentare schreiben. So, und dann der Topfund des heutigen Tages ist dann dieses Einpfennigstück aus dem Kaiserreich von 1888. Ja, und wenn man sowas findet, dann weiß man auch, dass auf der Fläche auch noch mehr gehen könnte als nur immer nur Müll. Ach ja, eine Sache möchte ich noch anfügen, und zwar Nylonseil hat eine Zerfallzeit von ungefähr 60 Jahren. Dann ist es aber nicht weg, sondern nur zerfallen. Das hier ist Plastik, das bleibt für immer. Das Aluminium da hinten, das achtlos weggeworfene, weiß der Henker was, Papier von Kaugummis oder so, hat eine Zerfallzeit von 700 Jahren. Ja, das war's von der Fläche BE1.